Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video. Und zwar steht es ja im Titel meistens. Vielleicht vergesse ich es auch diesmal, keine Ahnung. Das ist unser Jahresrückblick auf das Jahr 2013. Und so ein bisschen so weihnachtliches Gequatsche, was wir Weihnachten machen. Was bin ich denn überhaupt? Ich bin eine Werkbank. Wir spielen ein bisschen Hide and Seek nebenher. Ja, voll unauffällig, wenn hier drei Werkbänke stehen. Was bist du denn? Wo ich bin? Was? Nein, was du bist? Ah, ich bin schon wieder viel zu das spät. Das sage ich dir garantiert viel nicht. Viel zu spät. Okay, der Seeker sieht mich nicht, der ist doof. Nö. Okay. Ich springe runter ins Wasser, da kann nichts passieren. Das super, glaubst du. Super Idee. Nee, ehrlich, im Wasser ist man eigentlich ziemlich OP. Okay. Okay, Das geht zu weit, Alter. Hey, das ist noch eine Werkbank. Nein, das ist ein Bücherregal. Oh, ich hab Steam noch an. Du hast Steam noch an, eine Schande. Egal. Digga, wie kann man nur Steam anhaben? Wenn ich mich hier unten hinstelle, ne, das bringt gar nichts. Also, du versuchst irgendwie das Thema zu umgehen, kann das sein? Nein, ich bin einfach nur momentan nach der Suche nach einem Versteck, damit ich mich hinstellen kann und dann irgendwie labern kann. Ja, aber wir haben nur noch 250 Sekunden. Das reicht niemals. Nein, wir machen einfach noch eine Folge. Egal, ich stelle mich jetzt hier hin, wird schon. 2013 ist ja viel passiert. Und zwar, wir haben die 100 Abonnenten, 103 Abonnenten sind es jetzt mittlerweile schon, erreicht. Okay. Wir haben fast 600 Videos gemacht, also es war echt krass. 600 Videos in einem Jahr. Das ist eine Quote, sag was dazu. Ich denke mal, die anderen Let's Player, die größeren Let's Player haben 1000-mal mehr. Weil die Let's Player ja auch jedes... hier. Ja gut, wenn wir mehr alles, machen, würden wir auch mehr Dinge. Ja, hätten wir mehr Geld. Naja, jetzt kommt ja jetzt noch ein bisschen was, ich mache jetzt noch, muss ich heute auch noch aufnehmen. Ich bin echt todmüde, aber egal. Heute noch The Walking Dead aufnehmen und die Staffel 2 werde ich auch noch Let's Playen und es kommt auch alles irgendwie so später. Später. Starbound kommt ja auch noch. Ja, und Bauernkämpfe hat jetzt angefangen. Starbound übrigens eventuell mit dir, Fragezeichen? Muss ich gucken. Naja, weil ich heute... lass dich überraschen. Starbound kommt dann demnächst auch. Ich hab Angst, Alter. Dass du wieder was Unüberlegtes tust. Was Unüberlegtes? Ich bin angepisst bin. Vielleicht ist es ja... Kommt der her? Der kommt her. Soll ich abhauen? Soll ich stehen bleiben? Ich bleib stehen. Wie viele Sekunden haben wir denn noch? 143, okay. Ja, der wird da gerade eh bekämpft von einem Bücherregal, glaube ich. Oh Gott, jetzt kommen die hier runter, ne? Soll ich mich verpissen? Soll ich es lassen? Ich weiß es nicht. Wie hat das Jahr 2013 denn angefangen? Für dich. 2013. Es hat eigentlich schon 2012 hat's angefangen, dass ich mal so... Also ich habe ja früher schon Videos gemacht, so ganz noobig noch mit Michael, noch zusammen auf dem Laptop noch. Mit totalen Lags und was weiß ich. Ich überlege gerade, ob der herkommt, ich glaube aber nicht. War eigentlich alles recht unprofessionell, sage ich mal. Und das war auch 2011 oder wann das war, keine Ahnung. War ich auch noch ein bisschen jünger. Aber die Videos existieren noch, die habe ich nur auf nicht gelistet geschaltet. Oho, da muss ich mal reingucken. Muss ich mal geben. Also angefangen hat es 2012 im Dezember, glaube ich, wo ich mir dann das Mikrofon gekauft habe und den PC so langsam und so weiter. Und da habe ich mir ja dann auch, ich glaube das erste Video war ein Ankündigungsvideo oder das Video vom Cleverbot da, was auch noch ziemlich noobig war, wenn ich mir mal so recht überlege. Damit hat es angefangen, letztes Jahr. Und dieses Jahr haben wir dann im Februar angefangen mit dem Ticket-Let's Play. Was wir ja einmal angefangen hatten und dann ist uns die Welt verloren gegangen und dann haben wir nochmal angefangen. Ja, ich glaube aber, die erste Welt, die war zwar schön, aber die zweite Welt bringt es mehr. Ja, Ticket-Let's Play haben wir dann fast 200 Folgen durchgezogen. Also mit der ersten Welt waren es 200 Folgen. Na, ja, das kann gut sein. Ja, und dann was kommt denn danach? Also es ging ja eine ganze Weile, es ging ja jetzt bis Oktober oder sowas, keine Ahnung. Oder bis Sommer, Ende Sommer.
Spätsommer. Anfang Winter, Oktober. Wir können ja erstmal auflisten, was wir alles dieses Jahr gespielt haben. Wir haben viel zu viel gespielt. Ich kann mich an 4 erinnern. Wir haben 4 gespielt, wir haben Ticket gespielt, wir haben Dings gespielt. Warte, da muss ich gerade mal in Steam gucken. Ja, wir haben echt viel gespielt. Wir haben Left 4 Dead gespielt, was wir bald wieder spielen könnten, wenn mein Steam nicht rumschwackt. Wir haben Castle Crashers gespielt. Oh ja. Go to spawn and I will sex you. Steht da. Was? Was zur Hölle? Alter, irgendwie findet mich hier die Sieger nicht. Ach, was ist denn los? Wir haben gewonnen. Geil. Was haben wir denn noch gespielt? Diese Bücherregal. Ja, 4 haben wir gespielt, Left 4 Dead. Haben wir gespielt, auch mit Left 4 Dead 2. Auch mit Custom Campaigns. Was hab ich denn noch gespielt? Castle Crashers haben wir gespielt. Was hab ich denn noch gespielt? Ich hab noch. Ja, jetzt gut bei Deponia habe ich noch gespielt. Das war eigentlich gar nicht so viel. Achso, Plants vs. Zombies. Tech-It haben wir nur richtig. Ja, Tech-It war halt das ausgedehnteste Projekt, was wir hatten. Genau. Wie wär's mit 14? Ey, warte, ich bin gerade weggelaufen. Ja, geh schon rein. Okay. Okay. Ja. Es war eigentlich nicht viel, aber es kamen irgendwie immer Videos, das können Sie ja. Ich gerade so überlegen. Schon. Ich frag mich, wie wir das geschafft haben. Fast immer verspätet, aber. Fast immer verspätet. Na gut, meistens auch geplant, also es ging auch. Ja, natürlich, die meisten waren geplant, aber wenn denn. Warte, was haben wir jetzt als. Sea of Flames, ja. Gut, das war jetzt aber auch nicht das, so lang. Das war echt jetzt irgendwie in letzter Zeit, weil wir keine Zeit zum Aufnehmen hatten. Richtig, und weil wir auch irgendwie keine richtige Lust hatten auf Minecraft. Ja. Aber auf Starbound habe ich jetzt wieder Lust, weil Starbound, Alter, das ist. Ich schwöre dir, du wirst so süchtig werden. Ich schwöre. Ich hab Angst. Nee, ist echt so. Ist echt schlimm. Ja. Also wir haben nicht viel gespielt, aber es war alles im Endeffekt lustig und es sind fast 600 Videos draus geworden. Will ich mal so sagen. Also, es kann nicht schlecht gewesen sein. Ja, und. Was man nicht vergessen darf, ja. Du hast die 100 Abonnenten geknackt. Richtig. Und 8000 Videoaufrufe oder sowas, keine Ahnung. War auch noch mit dabei. Echt? Ja. Also auch nicht schlecht. Das ist echt. Ja, dafür wollten wir uns eigentlich sozusagen mal bedanken. Weil, ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Nee, irgendwie nicht. Dieses Jahr war auch noch das im Bezug auf YouTube, jetzt war zum Beispiel auch noch der Video Day, wo ich halt auch mitgearbeitet habe in der Produktion und so weiter. War auch sehr lustig, muss ich mal sagen. Auch sehr viele Menschen kennengelernt. Ja, auch von Glaube ich dir gerne. Auch von Mediakraft und DiviMove und was weiß ich und mit Dena essen gewesen und was weiß ich. Also dieses Jahr war schon echt krass für mich. Weil du wirst dann so. Kann ich immer so erwähnen. Habe ich dann nur wegen kennengelernt und der hat dann so gesagt, so, ja, ich bin YouTuber und kenne viele Leute. Und dadurch hat sich das dann so ergeben, keine Ahnung, es war strange. YouTuber und kenne viele, das ist ein neuer Anmachspruch? Ja. Ah, okay, hi, ich bin YouTuber. Ja, er kannte halt übelst viele Leute in dem Bezug und, ja, stelle ich mich hier rein, stelle ich nicht, ich tue es. Ich bin wieder an der gleichen Stelle, falls du Seeker bist. Ich bin kein Seeker. Ich bin ein Zaun. So, was könnte man denn noch ansprechen? Im Allgemeinen, wie gesagt, ich war auf ein paar YouTuber-Treffen und so weiter. Also es war ein recht ereignisvolles Jahr. Ja. Und nächstes Jahr geht es natürlich weiter. Wir haben immer noch ein bisschen was geplant. Wir sind zwar so jetzt relativ planlos, obwohl wir was geplant haben. Ja, das ergibt Sinn. Wir wissen noch nicht, was wir spielen, wir wissen aber, dass wir es spielen werden, genau. So ist zumindest mein Plan. Weiß es geil. Ja, okay. Ja. Ja. Es ist eigentlich auch alles, was wir sagen wollten. Jetzt so Silvester, da steht ein Amboss. Nein, da läuft ein Amboss, okay. Silvester und so weiter. Wird es wahrscheinlich noch ein Silvester-Hangout geben. Ich weiß ja nicht, ob du da auch mal Bock hast, hinzuzukommen. Hangout? Mit wem denn noch? Ein paar YouTubern noch. Ja, ich denke mal,
bei YouTuber-Hangouts halte ich mich mal raus, weil ich bin ja indirekt ein YouTuber. Ja, das macht ja nichts. Du bist ein Hausfreund quasi. Ja, also du kannst ja schon dabei sein. Du kannst ja schon dabei sein. Also wir sind ja momentan auch noch ein bisschen am Plan. Das steht auch noch nicht so ganz fest, aber naja, mal gucken. Okay. Mal gucken. Also das wäre sehr lustig, ne? Was wir dieses Jahr noch machen. Und nächstes Jahr ja dann YouTuber treffen und so weiter. Geht natürlich alles weiter. Webvideopreis bin ich mit dabei. Video Day bin ich mit dabei. Wir wollen eventuell, haben wir ja mal so ein bisschen jetzt drüber geredet, auf die NorthCon eventuell mal. Eventuell. Da steht ein großes eventuell dahinter. Ob das was wird. Ja, NorthCon wäre geil. Ist, ja, glaube ich, die größte LAN-Party Deutschlands oder sowas, was da dabei stand. Oder im Norden von Deutschland. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte Philipp mal schnell das Internet. Oh. Wenn ich nächstes Jahr umziehe, dann auch. Ja. Ach ja, ja, stimmt. Nächstes Jahr steht dann auch noch mein Umzug wahrscheinlich vor. Genau. Ja, nicht wahrscheinlich. Und sein 18. Geburtstag. Umziehen. Ja. Ja. Das wird auch lustig. Keine Ahnung warum, aber es wird lustig. Ja. Ja. Ja, das war eigentlich nur so ein bisschen so eine Review für dieses Jahr. Was wir dieses Jahr so gemacht haben. Es war nicht viel, aber es war schön. 100 Abonnenten erreicht von, ich glaube letztes Jahr waren es, also wo ich dann angefangen habe Videos zu machen, waren es glaube ich 20 oder so. Aber auch da relativ inaktiv. Ja. Das war's eigentlich. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Jetzt können wir noch die Runde abwarten und noch ein bisschen Scheiße labern. Wie wir es immer machen. Das könnte man in Angriff nehmen, ja. Richtig, ja. Ja. Also Starbound. Starbound ist ein Spiel. Ein Klon meinst du eher. Und ich werde geschlagen. Aus Terraria und Minecraft. Ja, ich bin tot. Nein! Nein! Wie blöd ist er denn? Was? Ich bin ein Cobblestone Warrior, ne? Und er kam zu mir, hat mich geschlagen und ich habe auch Schaden genommen. Aber er hat so zweimal draufgeschlagen und hat gedacht, er geht nicht kaputt und ist wieder weggegangen. Bitte was? Ja, ohne Witz. Ich hatte nur noch ein halbes Herz. Und er denkt sich so, oh, geht ja nicht kaputt, muss da hingehören. Okay. Genius. Das war jetzt geil. Ich hab mich schon tot gesehen. Aber gut. Es gibt Wunder. Wunder. Weihnachtswunder. Wie ich gestern erleben durfte. Du hast ein Weihnachtswunder erlebt. Ja. Meine Lieblingsfußballmannschaft hat ausnahmsweise mal wieder gewonnen, obwohl sie in letzter Zeit schlecht war. Das, ich frage jetzt gar nicht, welche. Ja, nee, das solltest du auch nicht. Vom Namen kennen. Okay, welche? Nein! Doch! Ja, wo, in welcher Nähe lebe ich? Von welcher Stadt? München. Nein. Nein! Ich höre mich doch nicht wie ein Bayer an, verdammt nochmal. Muss dir ja nicht so anhören, das ist alles Training. New York. Ja, New York. Hat New York eine Fußballmannschaft? Ich weiß es nicht. Warum sollte New York keine Fußballmannschaft haben? Ich weiß es nicht. wie wär's mit Hamburg? Das ist jetzt auch in der Nähe. Es ist auch im Norden, aber eher weiter. Wie wär's mit wär's mit Bremen? Ja, das klingt ja? Ganz nett. Ja. Das klingt ganz nett. In Bremen, weiter. Also. In der Nähe von Bremen. Ja gut, ich weiß ja, wo du wohnst. Google Maps, ne? Ich hab dein Haus gestalkt. What the win? Gott. Oh mein Gott. Ich hab schon 1800 Tokens. Egal. Wir haben ein bisschen random Shit gelabert. Ich hab 654 übrigens. Joa, wir bedanken uns da mal fürs Zuschauen, ne? Bedank dich! Los! Ja, danke schön. dann können wir auch gleich sagen, schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Oder? Na, ja, ein paar Videos kommen noch, aber ja. Da werde ich jetzt nicht näher auf Weihnachten eingehen, denke ich mal. Also von daher, okay. Schöne Weihnachten. Und lasst euch schön beschenken. Rutsche Neues ins neue Jahr, ob der nur gut ist oder nicht. Genau. Haltet keine Raketen oder so in den Händen, das gibt Brandwunden und Schlimmeres. Da musste ich gerade irgendwie an was anderes denken, als du Raketen gesagt hast, aber egal. Ja, du bist South Park geschädigt. Wahrscheinlich. Rote Rakete.
Tote Reiter. Alter, dann genau daran habe ich gedacht. Was ist denn falsch mit uns? Oh Gott, ey. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Was ist denn nur falsch? Ich muss meine 3D-Gläser hin. Gläser? Deine meine 3D-Gläser? Die Fresse. Was ist falsch, ey? Nee, ganz ehrlich. Komme ich nicht drauf klar. Egal. Wir machen Feierabend jetzt. Schluss hier. Ende. Okay. Ja, der Kanal wird zugemacht. Richtig. Nein. Also, wie gesagt, vielleicht machen wir noch einen Silvester-Hangout. Da könnt ihr dann ganz viele YouTuber beobachten und Philipp auch und ganz andere Personen noch. Das werden wir aber nicht dann sehen. Ja, du wirst die kennenlernen. Sind total nette People. People. Werden die nicht verhauen? Ja, natürlich. Okay. Selbstverständlich. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut auf der Sonne. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.